Willkommen zu einem neuen Part von Inside. Jo, wir sind immer noch an dem großen Rätsel mit den 20 komischen Menschen, die auf so einer Plattform sein müssen. Wir haben eigentlich schon 17 zusammen, also wir sind schon 17 Leute. Allerdings, jetzt kommt das Aber, fehlen uns halt noch drei. Und die haben wir hier gefunden und wir müssen irgendwie da oben rankommen. Aber die Frage ist wie. Wir haben hier so ein Ding, was wir hier aktivieren können und dann fliegt das nach oben. Wie man jetzt hier sehen kann. Das Problem ist aber, dass ich jetzt so weiß, glaube, wie es funktioniert. Jetzt ist mir ein Geistesblitz gekommen. Warum machen wir es nicht einfach so? Und ja. Das Problem ist aber, dass halt das Ding hier, wenn man da drauf steht, dass es nicht hoch genug fliegt. Aber jetzt, wenn ich es da drunter mache, startet es ja von einer höheren Position aus und wir kommen somit hier ran. So, die fliegen zwar jetzt hier runter, aber ist ja egal. Gut, dann können die mal mitkommen, haben sogar zwei Helme auf. Also zumindest zwei von denen, wie gesagt. Also die haben nicht zwei Helme auf, sondern zwei von denen haben Helm auf. Das wollte ich gesagt haben. Und dann können wir hier weitermachen. Aber hier ist immer noch so ein Brett, was wir nicht aufkriegen. Kriegen wir das jetzt mit denen hier auf? Aber was bewirkt das? Man kann hier rein. Weil da wollte ich eigentlich im letzten Part rein. Aber es hat nicht funktioniert. Ich habe nicht kapiert, dass man da hochklettern kann. Ich habe eine kleine Vermutung, was hier ist. Eine Fackel, okay. Okay, okay. Das ist sehr, sehr cool, hier mit einer Fackel herumzurennen. Ein Hund. Der hat aber Angst. Vor der Fackel. Nein. Passt gut auf. Ich habe hier Feuer. Der versucht sich anzugleichen, kriegt er aber nicht hin, aber es werden immer mehr. Ja, hier ist ein Secret. Habe ich schon damit gerechnet. Nein. Und ich habe Rudelmentalität freigeschaltet als Erfolg. Okay. Gutes Rätsel hier mit dem Feuer. Vielleicht wird das Feuer noch später eine Rolle spielen. Ich weiß es nicht. Aber, ja. War nice. Wenn es halt jetzt nur hier zur Verfügung steht, dieses Feuer, dann ist es halt so. Es wird jetzt auf jeden Fall hier ausgehen. Oder? Ja, war klar. Er schmeißt es auch automatisch weg. Kann man halt nicht mehr gebrauchen hier. Bedeutet, wären wir mit dem Feuer gleich ins Wasser zurückgegangen, hätten wir hier nicht das Secret holen können. Ich weiß gar nicht, wie viele Secrets es hier insgesamt gibt. Wir haben bestimmt schon hier oder da schon eins ausgelassen. Aber ist ja nicht so schlimm. Mein Ziel ist es sowieso nicht, alle Secrets zu holen. Mein Ziel ist es einfach nur, das Spiel durchzuspielen. Und das werden wir bald auch haben. Ich weiß nicht, wie viele Parts dann noch kommen. Vor zwei Parts, glaube ich, habe ich so gesagt. Das könnte der vorletzte oder letzte Jahr weniger. Auf so vorletzte Part sein. Ja gut, war es dann letztendlich nicht. Aber ja. Da bin ich falsch. Komm nochmal runter hier. So. Ich weiß nicht, wie viel noch kommt. Ich habe jetzt auch noch nicht auf den Spielfortschritt geschaut. Ja. Passt. Trotzdem. Jetzt sind wir genug. Eine Person liegt da schon. Eine Leiche. Jetzt gehen wir hier alle hier rauf. Drei noch. Ja. Das Tor geht auf. Wir nehmen die Menschen mit. Oder halt nicht, dann bleiben sie halt einfach da. Okay, der Helm ist eh zerstört. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite, wo irgendwie geschossen wird. Ja, hier wird wirklich geschossen. Wir sind mitten im Krieg anscheinend. Achso, das ist eine Kiste, habe ich gar nicht gesehen. Wow. Du heilige Scheiße, sind das Schallbomben? Auf jeden Fall kommt hier dann extremer Schall. So, schnell hier durch, schnell hier durch, schnell hier durch. Hier gibt es erstmal kurz Schutz.
da dürfen wir ganz klar nicht getroffen werden. So, da gibt es einen Hebel. Ah, okay. So, ich warte noch eine Bombe ab. So, hier rüber und hier rüber laufen. Sehr cooles Rätsel, gefällt mir. Boah, jetzt fliegt hier auch Zeug herum. So, aber wir sind hier durch. Wunderbar. Hoffe ich zumindest. Obwohl, ganz durch sind wir noch nicht. Das sind hier die Maschinen. Vielleicht können wir die Maschinen stoppen. Was macht das hier? Oh. Ja, das war einfach. Aber dennoch geht das hier weiter. Ich weiß nicht, was das generell macht. Ach, das macht uns einen Schutz gegen die Schallwellen. Das sieht ja nach Schallwellen aus, also. So, das sieht doch ganz gut aus. Holen wir ein Stück weiter. So. Wir warten noch eine Bombe ab. Und dann gehen wir hier hoch. Das war eigentlich gut abgepasst, denke ich. Das war sehr gut abgepasst. Allerdings frage ich mich, wie es jetzt hier weitergehen soll. Wir sind hier jetzt noch nicht einmal gestorben bei dieser Passage. Ist auch weiterhin so laufen. Ich müsste theoretisch das Ding hier nochmal irgendwie nach rechts bewegen. Aber wie ist das? Oder muss ich einfach rennen? Probier es einfach. Rennen. Wow. Okay, das hat so nicht funktioniert. Vielleicht ein anderer Plan. Dann folgendes. Wir werden das Ding hier stoppen. Vielleicht brauchen wir das gar nicht an der Leiter. Ich probiere es. Es wird extremst knapp. Es wird nicht klappen. Nein, das klappt so nicht. Ah, okay. Ja. Ich weiß. Ist das schwer? Man muss den richtigen Zeitpunkt abpassen. Ey, ich bin eigentlich gesprungen. Eigentlich nicht. Hab die falsche Taste gedrückt. Jetzt. Hoch, 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 hoch. Das wird nicht klappen. Das Timing ist hier das Wichtigste. Das Allerwichtigste. Was das? Da kommt das Ding wieder nicht zu uns. Das ist höllisch schwer. Ich glaube, wir sind relativ am Ende des Spiels. So, da ist ja. Da macht es keinen Sinn. Dann ist das Ding da hinten, macht auch keinen Sinn. Es gibt eigentlich nur die Position, wenn es unten ist und wenn es oben ist. Während die Schallwelle ertönt. Aber wir können das ja beeinflussen. Wir müssen ungefähr in der Mitte der Leiter sein, während die Schallwelle ertönt. Schaue ich gleich mal, ob das auch so ist. Ja, das passt. Das passt. Dann warten wir jetzt die Schallwelle hier ab. Gehen hier hin, hier zur Mitte. Laufen, 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 laufen. Hier hoch. Hier hoch. Wunderbar. Nein, 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 nein. Da wäre ich jetzt tot gewesen. Jetzt. Und laufen. Sehr schön. Das hat geklappt. So, wieder so ein
Ding, was man nach oben, was sich nach oben bewegt. Ein Gerät. Sind ja nicht alles nur Dinger. Wie hoch geht das? Ich hab so ein bisschen Angst. Was ist ja hier auch eine Verzögerung? So, kurz warten. Okay, wir dürfen nicht direkt nach der Schallwelle. Sondern kurz warten, jetzt so. Schallwelle ertönen lassen. Hier hoch. Und hier rüber. Sehr schön. Okay, es ist vorbei. Hier. Oh, okay. Kann es sein, dass das Testpersonen sind? Für einen Krieg? Weil das sieht jetzt hier danach aus. Wie gut können zum Beispiel Anzüge das aushalten? Da ist ja gerade einer schon weggeflogen. Das könnte so ein Testlabor sein. So, hier will ich mal lieber schnell durch. Ich weiß nicht, ob hier drauf ist, ob da irgendwas passiert. Ja, tut es. Weil man muss dieses Gitter, was dort ist, das beschützt uns, das dieses Ding uns hier wegschleudert. Gut zu wissen. So, da ist ja diese eine Person. Ich bleib mal hier kurz. Ah, klug gemacht, klug gemacht. So, da müssen wir so stehen, dass noch ein kleiner Teil uns hier davor schützt. Hier schnell durch. Schneller, 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 schneller. Boah, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Was ist da jetzt los? Ein riesen Roboterarm. Es geht sowieso hier nicht weiter. Puh. Okay, ab und zu ist er unten. Jede zweite Schallwelle ist hier unten. Das heißt, laufen. Und hier unten warten? Eigentlich relativ einfach. Doch, wo ist die Schallwelle? Hier. Weiter geht's, weiter geht's. Oh, okay. Das war zu spät, zu früh gesprungen. Wusste ich nicht. Dann nochmal. Landen wir hier. Gut, Schallwelle abpassen. Und muss halt jetzt bedenken, dass es hier weiter rechts ist. Hier irgendwo. Genau. Und warten, warten, warten. Ja, sehr schön. Und runter hier. Schnell reagieren, weil. Okay. Hier ist man, glaube ich, sowieso geschützt. Gut. Hier sind wir jetzt erstmal kurz sicher, aber auch nicht lange. Sind wir hier sicher? Ja, sieht danach aus. Die Musik ertönt jetzt immer mehr. Finde ich sehr interessant. Und hier ist ein Aufzug anscheinend. Und sonst weiter nix. Und wie ist das hier jetzt? Jetzt hier ein bisschen mysteriös. Die Musik geht jetzt so aus. Und was passiert jetzt? Und was passiert? Wow. Da kann ich jetzt aber nichts machen. Wir müssen von Glück reden, dass der Fahrstuhl ja trinken. Komm hier nicht raus. Gab es da einen Ausgang oder so? Ich habe das jetzt nicht gesehen. Aber ich wollte gerade sagen, wir können von Glück reden, dass an der einen Ecke der Fahrstuhl noch
Ah, warte, hier kann man auch wieder aufmachen, genau. Aber das reicht nicht, um an die Luft ran. Oder doch? Ja, schön. Aber ich wollte sagen, wir können von Glück reden, dass der Fahrstuhl noch an der einen Ecke beim Metall dran war, dass der Fall gebremst wurde halt. Kurz ausgeruht. Geht's jetzt direkt weiter. Kleiner Schockmoment. Das kennen wir ja hier nicht anders. So, hier geht's nach oben, bestimmt zum Seil. Natürlich. Ein Hebel. Hebel liebe ich doch. Über alles. Ah, okay. Man macht das Tor da auf, aber nur zeitweise. Aber das war einfach. Das war nicht schwer. Da hinten ist eine Tür. Aber wir gehen lieber hier hin. Die andere Tür sah mir ein bisschen sympathisch aus. Vielleicht ist das der richtige Weg. Aber was ist immer noch unsere Mission hier? Muss ja hier einen Sinn ergeben, warum wir eigentlich hier sind. Aber davon haben wir bisher noch nichts herausgefunden. Schau mal so. Vielleicht brauchen wir beide. Ah ja, natürlich war ja sehr sinnvoll. Ah, okay. Moment mal, erstmal hier hoch. Hoch. Da drauf springen. Okay, nee, andersrum. Oh, Moment mal, bleibt das jetzt so da? Ja. Okay. Ich wusste nicht, was der Schalter macht. Ich dachte, man muss den Schalter betätigen und dann ganz schnell nach rechts rüber. Bedeutet, dass den hier betätigen. Den hier betätigen. Und hier drüben kurz warten. Wunderbar. Und somit kommen wir dann noch weiter höher. Doch wohin führt uns das? Licht. Wieder ein paar Klänge zu hören. Oh, und Wasser! Hier will ich schnell raus. Was? Kann hier nicht raus. Hä? Wie, das macht mir Angst. Was ist ein Licht? Es wird gleich zum Leben erwachen. War klar. Hab's gewusst. Puh. Es ging nochmal gut. Aber das Problem ist, es wacht da unten jetzt auf uns. Mal kurz hier wieder ein bisschen Tarzan spielen. Dass wir ein bisschen Vorsprung damit aufbauen. So, noch ein Sprung. Dann haben wir genügend Zeit, zum anderen Seil zu gehen. Hier ein bisschen Schwung aufzubauen. Ich finde diese Unterwasserfrau das gruseligste bisher in diesem Spiel. Es ist hier viel gruselig, aber die Unterwasserfrau, die ist mir. Boah. Moment mal, wir müssen hier keinen Sprung aufbauen. Da hätte ich beinahe einen Fehler gemacht. Denn hier geht's weiter. Von hier aus irgendwo hinspringen. Na toll. Das kann ja was werden. Geronimo! Hier durch schnell. Und hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Sie ist da, sie ist da. Perfekt. Das ist ein Schraubenschlüssel. Kann ich den nicht gegen die Olle da werfen? Leider nicht. Von hier aus. Aber weiter. Hier sehe ich jetzt so rein gar nichts. Wo das nächste Ufer ist. Da. Okay, und von dieser Position aus geht's dann im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin. Tschüss.